Willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Wo wir nun im letzten Part den schönen Wunderwald erreicht haben, haben uns hier auch schon etwas umgesehen, hatten einen schönen Kampf gegen das Schattentrio gehabt und haben das Collier von Madame Ariona zurückerlangt. So, meine Gute, da sind wir schon wieder. Oh je, wo ist nur mein Collier? Werde ich es jemals wiedersehen? Hier, bitteschön. Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir so peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Oh, da bist du ja wieder. Mein teuerstes, schönstes, liebstes Collier. Was geht denn jetzt ab? Wow. Alter. Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Colliers. Ach, was für ein verwegener Held. Sehr schön, ja. Wie kann ich dir nur jemals danken? Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Ernährt sich, wie süß. Aber du sagtest etwas von Sternjuwelen, nach denen du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen in der Rollinger Legende die Rede ist? Nach schillernden Juwelen zu suchen. Welch verlockendes Abenteuer, oh ja. Oh, wie könnte ich einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauze hat mir völlig den Kopf verdreht. Ich bitte dich, Mario, nimm mich mit auf dein Abenteuer. Äonna gehört zum Team. Was kannst du denn so? Äonna hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und Äonna lässt ihre Winde wehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Oh, in den Katakomben war ja was gewesen. Ja. Aha, genau das meinte ich, dieses Papier. Treffen ihre Wände Gegner, so kann diesen für kurze Zeit schwindelig werden. Du musst X gedrückt haben, damit Gegnern schwindelig wird. Das kriegen wir hin. Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Hat aber Ariona sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also, auf zum großen Baum. Mit Arionas Hilfe werden wir den Geheimeingang mit Leichtigkeit finden. Alright, dann wollen wir mal. Damit ist unser Team erweitert worden. No, thank you. Thank you.
Na dann. Ja, vielleicht sehen wir uns das mal an, aber jetzt hat erstmal das hier Vorrang, liebe Freunde. Oh, endlich, ey. Hat doch lang genug gedauert. Wo kommst du her? Naja. Noch auffälliger geht's bezüglich Eingang echt nicht. Da ist der, geheime Eingang. Endlich können wir hinein. Ja, du kannst hinein, aber wir nicht. Diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dinger, ja. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Bühnenstar war? Mein Name Madame Mariona war überall bekannt, oh ja. Aber die Verruchtheit hinter den Kulissen... Naja, das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls hatte ich es satt. Und deshalb, ja, habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubobos mit ihren unverfälscht reinen Herzen. Oh, sie erinnern mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Mit dieser Erkenntnis bin ich den Bubos unendlich dankbar. Mario, hier. Sehr schön. Von innen ließ sich die Tür ganz leicht öffnen. Komm schnell. Zeit, dem Bubus meine Dankbarkeit zu erweisen. Gehen wir, Mario. Vielleicht erwarten uns da drin auch neue Gegner und alles, deshalb... Let's go! Wechsel zu Gumbrina. Alles okay? Komisch, sonst sind sie alle hier. Hallo, Bububa. Hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo. Oh. Krusionen. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Hey, warte mal. Der da. Ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na dann, knöpfen wir ihn uns vor. Aber wir haben Anweisung von Oberst Crucillus, sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Denk doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, streichen wir den Ruhm ein. Stimmt auch wieder. Also los, auf ihn! Und los! Ihr zwei, was wollt ihr schon tun? Gumbrina? Sag mir was über die Krusionen. Was? Nein! Oh, fail. Ja, okay. Okay, also, die haben wahrscheinlich nur 3 bis 4 KP. Alter, aber der hat echt Angriffspower. Das ist ein Fußsoldat. Hier steht, sie gehören zur Organisation der Krusionen. Und sie stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. Maximal KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Und trotzdem hat er echt schon gute Stats, obwohl die nur in der untersten Liga spielen. Im Kampf verwenden sie gerne Kraftpunch, um größer zu werden. Also aufgepasst, versuchen wir schnell mit diesen Kerlen aufzuräumen. Eine skandalöse Niederlage. Aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Jetzt sollten wir Oberst Crucillus Bericht erstatten. Crucillus ist quasi die Nummer 2 des Teams. So kommt es mir zumindest so vor.
Wie du die fertig gemacht hast, Mario. Unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier. Hey, da war doch jemand. Wieso im eisernen Bett versteckst du dich denn da? Komm raus, ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Oh, ist der riesig. Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Oh, du? Sind da noch mehr von uns? So riesig sind dubiose Monster gefährlich. Diese Bart hat Angst, so stark. Hab doch keine Angst. Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen, genau wie die beiden eben. Also, darf ich vorstellen? Mario. Halt! Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ein Spion, den diese Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen können diese Typen verjagen. Dann würde dieser schöne Großbaum endlich wieder uns gehören. Hör dich doch an, Bubulio. Du spielst dich hier wie der große Anführer auf. Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist, seitdem du weg warst. Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Die sind gefangen genommen worden. Von denen. Sie haben alle, auch Bubuma und deine Schwester. Was? Bubulia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch, die haben sie alle mitgenommen. Nur weil wir ihnen nichts über irgendwelche Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon die geredet haben. Oh, Bubulia. Wir müssen ihnen helfen, wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Daran wird auch dieses bärtige Original nichts ändern können. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen können jeden schlagen, ganz egal wen. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst ja sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. Soll uns dieser bärtige Wicht doch mal zeigen, was er kann. Also wenn du und dieser Schnauzertyp es schaffst, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch danach zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Und ob es dazu kommt? Oder Mario? Gehen wir. Wir werden sie befreien. Definitiv. Werden wir das. Und ja, die Tür ist leider versperrt. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Deshalb schlage ich vor, gehen wir erstmal hier lang. Es scheint, als könnte man hier ein Item anbringen. Oh nein, da ist wieder einer von denen. Hey! Und wer ist das da hinten? Das ist ein Großimat. Diese Dinger werden von den Fusionen hergestellt. Maximal KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sich Mini-Kussimaten in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du erst die Mini-Kussimaten ausschalten. Da der eh schon so gut wie hinüber ist. Wiedersehen.
Echt schon wieder, ey. Okay, die sind echt nervig. Bringt er auch 4 oder wie viel bringt er ein? Nee, sogar nur 3, Alter. Aber langsam nehmen wir uns den nächsten Level, liebe Freunde. Da ist ja noch ein Fusion. Habe ich gar nicht gesehen, Alter. Doch, die hier schalte ich zuerst aus, weil die sind ziemlich lästig, ey. Oh nein, das habe ich nicht gesehen. Hey, da vorne. Oh, das ist ja Boboma. Oh, Polio, bist du zurück? Gut siehst du aus. Aber was machst du eigentlich hier, Bobolio? Was ich hier mache? Na, dich befreien natürlich. Ach so. Na dann, schönen Dank. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Sind die anderen denn auch hier? Ja, also. Bobolio, mein Bruder? Bist du es wirklich? Bobolia. Da bist du ja. Bobolio, ich bin froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ist doch selbstverständlich und ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich rausholen. Habt noch ein wenig Geduld. Natürlich, wir vertrauen dir, Bobolio. Mario, zuallererst müssen wir die Zellenschlüssel finden. Ich will nichts sagen, aber... Neusch? Oh Mann, ob wir wohl jemals eins von diesen Sternjuwelen finden? Diese Bubos, die wir uns geschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber. Oh Mann, bin ich überarbeitet. Oh ja, ich könnte glatt im Schnee einschlafen. Hm? Oh! Moment mal, ist das nicht... Tatsache, Nagarine! Halli, hallo, so trifft man sich wieder. Hey, du bist diese diebische Ratte. Was hast du hier zu suchen? Naja, also eigentlich bin ich hier, weil es hier tolle Orte zu finden geben soll. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so ein Stress wird. Kumbridas Blick, ey. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was? Schon wieder ein Kuss? Was denkt die sich? Ach, fast hätte ich es vergessen. Dieses Sternjuwel, das du suchst, muss irgendwo ganz unten in diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es vor diesem garstigen Typen. Also passt du auf dich auf, mein Superschnauzer. Bis bald!
Ich fass es nicht! Diese widerliche Kleptomanin! Wirklich unausstehlich! Hey, ihr da! Ihr, was fällt euch ein, mich einfach von hinten? Das werdet ihr mir büßen! Das waren wir nicht. Wir haben Videobeweis. Digga, du bist ja Solo, Alter. Naja, gut. Bitte schön. Bubuma, komm, wir holen dich hier raus. Du Trottel! Popolio, setz dich da hin und hör mir zu. Was? Wieso? Habe ich was falsch gemacht? Bubuma, wir wollen doch nur helfen. Was stammelst du da rum? Hör mir lieber gut zu, du Grünschnabel. Hörst du mir nichts hier, nichts davon und lässt deine kleine Schwester allein zurück. Aber ich wollte nur helfen. Unterbrech mich gefälligst nicht mit deinen hörlosen Plapper. Kein Wunder, dass dich alle für einen Einfallspinsel halten. Wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt. Nicht auszudenken. Also, hör mir gut zu. Eine Stunde später. Boah. Hast du das kapiert? Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Bubuma, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht. Wie auch immer. Was machst du eigentlich hier, Bubulio? Wie ich dir gerade sagte, ich will euch alle befreien. Oder zumindest erstmal dich. Sag das doch gleich, worauf warten wir dann noch? Oder muss ich mir erst die Gischt holen bei der Kälte hier? Und weg ist sie, ganz die alte Bubuma. Na gut, dann. Und du, Bubulia? Hab noch ein wenig Geduld, ich bin bald zurück. Ich werde auf dich warten, Popolio. Brauchen wir nicht auch noch den blauen Zahnschlüssel, Mario? Lass uns runtergehen, Popoma fragen, ob sie etwas weiß. Und darauf hoffen, dass die Antwort kurz ist. Na, hoffentlich. Mal eine Stunde, Alter. Ich kann mir denken. Die müssen wahrscheinlich alle mitkommen. Sodass wir dann schön auf diese Plattform darauf können, oder? Hey, Bubulio. Hätte nicht gedacht, dass du Bubuma wirklich befreist. Ich habe es dir doch gleich gesagt, oder? Krieg dich wieder ein. Das gibt dir noch lange nicht die Berechtigung, dich so aufzuführen. Und diesem sturzbärtigen Typen traue ich auch noch nicht über den Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was ist mit den anderen? Bevor du die nicht befreit hast, mache ich keinen Finger für dich krumm. Dampfnase! Du kapierst aber auch gar nichts. Seitdem waren ja schon schlimm, aber jetzt sind sie auch noch mit dem Pikatos verbündet. Allererst müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückerobern. Geht das in dein Matschbirne rein? Was? Die Pikatos und die Eindringlinge sind jetzt Verbündete? Dann haben vielleicht die Pikatos den blauen Schlüssel. Spart euch das, Popolus und Popolio. Ihr werdet den Schnauzer da. Wie war gleich der Name? Cabrio, oder? Alter, sehe ich aus wie ein Auto oder was? Mario, er heißt Mario. Und er ist ein Star-Popoma. Ja, ja, schon gut. Ihr werdet also alle mit diesem Mario unseren Baum befreien. Alles klar, Bubuma, wenn du meinst. Naja, und ehrlich gesagt, Bubulia ist mir auch nicht gleichgültig. Versuchen wir es also, alle zusammen.
meine kleinen Bubus, so kenne und liebe ich euch. 10 Bububus mehr gehören jetzt zum Team. Ich danke euch allen. Ach übrigens, ich habe auch eine Frage. Wir suchen ein Sternjuwel. Weißt du vielleicht irgendwas darüber? Ein Sternjuwel? Ich denke, ganz unten in diesem Baum ist irgendein seltsam gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Die Legende sagt, wir sollen den Stein einem Helden mit reinem Herzen geben. Vielleicht ist das euer Sternjuwel. Also, Caprio, ich denke, du bist der Held unserer Legende. Dein Herz scheint rein genug zu sein, also kannst du diesen komisch bunten Stein haben. Ich hoffe sehr, dass wir so auch unseren schönen Baum zurückbekommen. Na gut, such das Sternjuwel ganz unten in den Baum. Halt, Moment noch, das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst die anderen alle befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht zu diesem Sternjuwel. Und nimm dieses Bubuwel. Das zeichnet dich als Anführer der Bubus aus. Es versammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechenden Podeste legst. Aber vergiss nie, es hinterher wieder an dich zu nehmen. Sonst können dich die Bubus nicht mehr von der Stelle rühren. Ein Bubuwel erhalten. Ein Insignia der Bubu-Führer, erhalten von Bubuma. Also Mario, zuerst sollten wir die anderen befreien. Genau. Und wie ist hier? Ach, und noch etwas. Bevor du den Part unterbrichst, wollte ich noch was sagen. Ja, ist ja schon gut, ich höre. Verzeiht mir. In letzter Zeit bin ich wirklich unvergesslich geworden. Also, wenn du auf deiner Suche... Oder vergesslich, ich weiß gerade nicht, was sie gesagt hat. Wenn du auf deiner Suche nach dem Sternjuwel einige der Bubus verlierst und sie nicht wiederfinden kannst, dann komm hierher. Ich kann sie dann mit einem Schrei herrufen. Du hast verstanden. Ja. Also wie gesagt, Freunde, und wie es hier weitergehen wird, das finden wir in der nächsten Folge heraus von Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Ciao.